kleine Vorgeschichte zu uns. Als ich 1972 Rundfunksprecherin war, da kam ein ziemlich scheuer Junge damals an mit seiner ersten Platte Daumen im Wind und hat mir die vorgespielt und ich habe ihm gesagt, du weißt was, schreib für andere, komponier für andere, aber lass es selbst lieber bleiben. Jetzt muss ich nach solchen Liedern sagen, gut, dass du nicht auf mich gehört hast. Na, der Sänger, die Nachtigall, vor vielen Jahren fing es an, ne? 72, ja. Sagtest du. Da haben viele gesagt, also lass es mal mit dem Gesang, also mit der Mülltonnenstimme kriegst du das nie hin. Und, aber ich habe ja damals irgendwie ständig auch Sänger gesucht, ich hatte also diese Texte. Ich habe dann auch mal ein paar Sänger im Studio gehabt, also zum Vorsingen, und dann haben die gesungen, weil ich war Trommler. Und haben die vorgesungen und dann habe ich gesagt, also diese Belcanto-Stimme, diese also dreimal chemisch durchgereinigte Glattmann-Stimme, so können wir überhaupt nicht gebrauchen, weil für die Straßentexte brauchen wir also ein bisschen den Dirty-Mann und so. Und dann haben die irgendwann gesagt, dann sing doch deinen Krams alleine. Und so wurde ich dann irgendwie aus Versehen. So wurdest ein du, Sänger. Ja. Und viele sagen, geht auch deswegen nicht, weil deutsche Texte und so. Ne? Ja. Also urlange her, damals war ja irgendwie englischsprachig, das musste ja so sein. Also deutsche Texte mit Rockmusik, das war ein Unding, ne? Ja, heute nimmst du dich solche harten Themen an. Also Leben und Tod sind Themen, die auch dank solcher Lieder keine Tabuthemen mehr sind. Und da bietet sich ja eigentlich an, wenn man sich vorstellt, der Mensch als Herr über Leben und Tod, über Anfang und Ende. Wann beschäftigst du dich mit dem Thema Sterbehilfe? Ach, das ist ein Thema, mit dem ich mich schon sehr lange beschäftige. Bisher in Songform wohl noch nicht, aber ich glaube, das auch. Dass ich darüber, also ich mache über alles mögliche Songs und Texte. Also das ist über, auch zu erwarten, das, dass wir das auch noch von ja, Uwe Lindberg hören. Über das, was so sehr viele Menschen interessiert und mich auch, was viele bewegt. Und ich glaube, dass also in dem von dir gerade angetippten Bereich eine ganze Menge zu machen ist. Sag mal, Udo, heute, ganz genau, in einer Woche hast du Geburtstag, bist ein Stier. Wir werden nachher noch ein bisschen was über Astrologie hören. Und dann ist es nicht mehr sehr weit. Das ist dein letztes Jahr vor der magischen 40. Regt dich das zu irgendwelchen Gedanken an? Ich glaube nicht mehr oder weniger als viele andere Leute auch, die sich nun auf die Weisheit und Läuterung zubewegen in einem Zusammenwirken mit irgendwie körperlicher Fitness und so. Also irgendwie, wenn man irgendwie rauskommt aus dem Irren und dem Wirren der Pubertät. Ja, irgendwie sowas. Ne? Dann kann das durchaus vorteilhaft sein. Aber auch das ist ein sehr ausführliches Thema. Ich habe keine besonderen Probleme damit. Also ich fand es ganz spannend. Die Inga ist ja, wir kennen uns auch schon so lange, Fritz Rau auch. Damit will ich gleich erklären, dass wir ein etwas lockereres Sprachverhältnis haben. Inga ist derselbe Jahrgang wie du. Inga, wie ist das mit dir, mit dem im nächsten Jahr zu erwartenden Alter von 40? Na, das dauert noch 2 Jahre, aber ich habe damit überhaupt keine Probleme. Entschuldige, wollte dich nicht älter machen. Also ich bin gesund, ich mache Musik, ich glaube an den lieben Gott und ich liebe Nico, der hier hinter mir sitzt. Ja. Das ist. Was kann mir da noch passieren? Ja, also, ich habe keine Probleme mit dem Alter. Du, oder im Gegensatz zu Inga, hast du dich eigentlich wenig verändert. Zumindest so in deinen Liedern, in den Melodien. Weniger im Text als in den Melodien. Wenn man Udo Lindenbergs Lieder hört, klingt das immer noch ein bisschen ähnlich. Und man sagt, das machst du, um es deinen Kritikern leicht zu machen. Ich habe gehört, dass deine Kritiker deine neuen Platten schon immer besprechen können, bevor sie überhaupt gehört haben. Und wenn die offizielle Plattenvorstellung ist, können sie sich total aufs kalte Buffet konzentrieren. Willst du denen das für die Zukunft auch so leicht machen? Ich mache die Platten wirklich nicht für Kritiker. Was sie schreiben, ist mir strengweise ziemlich egal. Es gibt einige, die schreiben Konstruktives, setzen sich ja sachlich mit diesen Texten, mit diesen Machwerken auseinander. Und das finde ich immer sehr positiv und verfolge das auch mit Interesse. Und da kann ich dann gelegentlich auch was mit anfangen. Aber es gibt eben auch eine Menge von der Firma Schmierfix und so. Und die, die haben auch nicht besonders viel damit zu tun, schreiben es irgendwie runter. Und hören auch, wie du gerade sagtest, kaum noch irgendwie hin. Es gibt ja mittlerweile auch eine ganze Menge Platten von mir, schon 23. Und weitere 23 werden eventuell folgen. Und dann wieder 23. Ich mache das sehr gerne. Ich finde schon, dass da so reichlich Veränderungen drin sind. Die Songs, die du 72 gehört hast, die ich dir als schüchterner kleiner Knabe irgendwie vorgeführt habe, nicht? Die waren ja noch ein bisschen sehr naivlich, wenn ich das so heute rückblickend mal so selbst bewerte. Wissen, sowas wie naive Malerei,
Während dann die Songs in den letzten Jahren doch irgendwie genauer geworden sind, vor allem politisch genauer. Und da ist bei mir so eine Entwicklung gelaufen, die ich aber nicht nur als Sänger, sondern zunächst mal als Privatmensch, der ich auch ein politischer Mensch bin, durchgemacht habe. Ja, das gibt mir eigentlich gleich auch ein Stichwort. Deine politischen Ambitionen sind ja eigentlich allgemein bekannt. Dabei äußerst du dich oder vermittelst den Eindruck, das will ich mal ganz wertfrei sagen, oft sehr negativ. Nennst das Land einen Scheißstaat und sowas, um das mal wörtlich wiederzugeben. Ist es so für dich, dass du angesichts der Probleme dieses Landes die anderen Dinge nicht so wichtig findest, also die positiven und die schönen Seiten, oder negierst du das ganz einfach? Die Sache mit dem Scheißstaat stimmt nicht, habe ich nie gesagt. Also ich finde, dass also in diesem Land in der Nähe von Dänemark, in diesem Staat, einiges faul ist. Und ich glaube, es ist auch wichtig, darüber zu reden und da dann eben Gegenbilder aufzubauen. Und mit vielen anderen Künstlerinnen und eben auch Jodlern und Leuten aus dem, weiß ich, Kultur- oder Öffentlichkeitsarbeiterbereich und mit sehr vielen politischen Leuten, politisch engagierten Leuten, Initiativen, beherzten Bürgern, die losgezogen sind vor vielen Jahren, um auf Umweltgeschichten aufmerksam zu machen, um dann sowas wie Friedensbewegung in Gang zu setzen. Okay, ich bin da eben einer von vielen, der es für wichtig hält, da eine Menge zu machen, nicht immer nur erzählen, dass alles völlig daneben ist. Das sage ich überhaupt nicht, denn wir haben in diesem Land auch eine ganze Reihe sehr positiver Entwicklungen. Wir haben also eine immer stärker werdende Opposition. Wir haben das, was da vorhin jetzt ins Studio schwallt und was ich im Übrigen auch eigentlich ganz gern in dieser Runde da mal zumindest in irgendwie, dass die mal sagen, worum es da über den Daumen so geht. Ich glaube, Sie haben da gerade kurz Stellung dazu genommen. Es ist besetzte Häuser, hier sehr schöne Häuser am Pinasberg, die da irgendwie leer stehen, zum Teil schon seit 5 Jahren, mit denen da irgendwie nichts passiert. Eben über all diese Sachen sollte man reden. Es muss einfach so eine gesunde Unruhe sein im Lande, gewaltfrei, aber es muss richtig was passieren. Ja, aber du bist trotzdem voller Hoffnung. Kannst du eigentlich weinen? Ja, ab und zu kann ich schon auch. Du schon auch weinen, auch, ja, vor Wut, vor Betroffenheit im ganz privaten Bereich, aber eben auch manchmal, wenn irgendwelche Sachen auch politisch passieren, die mir total an die Nerven gehen. Ne?